Jo Freunde, herzlich willkommen hier bei Final Fantasy 15. Wir sind jetzt hier in Lestalum. So, wir werden jetzt hier auch nochmal gucken, dass wir ein paar Sachen vielleicht noch erledigen. Also für Ignis nochmal eine Waffe kaufen. Tachchen. Warte mal kurz gucken, was war hier Besonderes. Okay, Final Fantasy 14, okay. Nee, die brauchen wir nicht. Also da kann ich, also die Musik, da kann ich leider nichts damit so. Spinnen, das ist jetzt nur zum Angeln. Panzette haben wir. War das nicht hier, dass wir hier irgendwie mal so. Ja, doch, genau hier war das doch. Farbkataloberstufe. Ein Katalog, der ein paar ganz besondere Farben abdeckt. Für Profis, die ihrem Auto einen Ausdruck. Okay, nein. Sturmkompensator, okay. Reservetank, okay. Schönen Dank. Aber jetzt nicht das Geld dafür. So, was ich jetzt aber machen wollte in den Weapon Store. Eventuell wäre es jetzt vielleicht nicht schlecht, einerseits übernachten zu gehen und einerseits was essen zu gehen. Danach, ne? Und dann zum Dungeon fahren. So, was zu essen, wo es hier was gibt, das weiß ich. Wo wir übernachten können, das muss man noch mal sehen. Hier gibt es natürlich ein Hotel, aber naja, ich glaube, das wird ein bisschen teurer. Das wird nicht so ganz günstig. Ich weiß nicht, ob wir das Geld dafür haben. So, mal gucken. Ich glaube, hier ging es zum. Ja, es sei denn, es sei denn, wir verkaufen ein paar Sachen. Dann können wir natürlich da übernachten. Ah ja, wir haben ja für dich. Hoffe, es ist was für dich dabei. Ah ne, stimmt, wir haben ja noch gar nicht von ihm die Aufgabe abgeschlossen. Kommt ja noch. Okay, dann haben wir wohl für ihn schon den Assassinen-Dolch gefunden. Ja gut, dann brauchen wir den natürlich nicht mehr. Echt, war das er? Den hat er aber auch schon, ne? Genau, Prompto hat den schon. Ah, okay, ich glaube, es ging hier um den Speer. Um die Lanze. Ob die allerdings besser ist, das kann man jetzt so nicht sagen. Boah. Also unten wird da jetzt nichts angezeigt. Das ist da plus noch irgendwas. Dann gehe ich mal davon aus, dass es nicht besser wird. Da haben wir 153. Ja. Ja gut, dann lassen wir das mal. Dann sparen wir uns das Geld. Was können wir noch verkaufen? Würde ich sagen, komm. Wir sind im Geschäft. Zack. So. Man sieht sich. Deine Frau wurde befördert? Glückwunsch, Mann. Legen wir uns jetzt mal gleich noch pennen. Gehen wir was essen danach und dann tut starten das wir. Weh. Kopfschmerzen? Das ist nicht normal. Ich glaube, hier müssen wir lang. Machen wir endlich mal wieder so ein bisschen was wieder mit der Story weiter. Ja, finde ich auch ganz gut. Muss ja auch mal wieder sein. Wir haben letztens jetzt so viel für andere Sachen gemacht, Nebensachen. Also Story muss auf jeden Fall sein. Sonst, wenn hier nichts gibt, dann müsste man echt. Ja, da kommen wir jetzt aber auch nicht gut hin. Mal gucken, vielleicht. Oh, hier ist auch was. Ah, Kuss. Annotation zur Kosmogonie. Die Pakte. Aus der Zeit vor etwa 2000 Jahren, als die Kosmogonie verfasst wurde, datiert ein Schriftstück, das von Pakten spricht, die Kanagi mit den Göttern schloss. Die Pakte sind eine der seltenen Gelegenheiten zu denen die Göttern sich vor den Menschen zeigen, um ihre Stimmen Gehör zu schenken. Okay.
teuer. Darf es sein Zimmer sein? Das geht doch nicht. Boah, ich hab jetzt mit mehr gerechnet. Ich hab jetzt ehrlich gesagt mit mehr gerechnet. Ja gut, aber super, das freut mich. Dann können wir hier auf jeden Fall dann übernachten. Wer weiß, vielleicht steigt der eine oder andere noch ein Level auf. Oh, wir haben, jawohl, alle Level 27, 211 FP-Punkte. Eventuell das finde ich gut. Das, ich weiß nicht, ob wir das schon haben. Ich glaube, da muss ich aber erstmal hier von meinem alten Album was löschen. Und manche habe ich gesehen, da gab es auch mal was Doppeltes. Und ich meine, gut, wir müssen ja jetzt nicht alle so... Ja, das zum Beispiel brauche ich auch eigentlich gar nicht. Das ist so nix da. Ja, komm mal, löschen wir dann mal. Komm, das löschen wir auch. So, und schon haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Also, gucken, manche sind vielleicht auch doppelt. Also hatte ich auch schon mal gehabt, dass zwei hier doppelt waren. Ja, also verbringen wir jetzt noch mal ein bisschen hier Zeit. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Komm, das nehmen wir auch weg. So, da haben wir schon mal ein bisschen Platz für mehr. Ja, das brauchen wir eigentlich auch nicht. Komm, das nehmen wir auch weg. Das nehmen wir auch. Ja, lass mal erstmal. Das können wir auch wegnehmen. Wo? Ah, das können wir auch wegnehmen. Ja, ich denke mal, wir haben erstmal genug. So. Ist irgendwo im Dunkeln. Ja, gut, aber lassen wir mal. Das sieht irgendwie cool aus. Komm, das nehmen wir auch weg. So, warte mal, dann würde ich jetzt mal sagen, ja. Ja. Nord, nicht übel. Ach, was? Das Imperium wirft selbst mir viele Rätsel auf. nein, das nicht. Das hier. Okay. Dann würde ich mal sagen, weiter. So. Ich muss echt mal so ein paar Fotos als Screenshot speichern. Hier im bei PlayStation. Und dann mal als Thumbnails nutzen. Okay, ja, das haben wir geschafft. Jetzt würde ich sagen, gehen wir was essen. Ich würde mal sagen, dann probieren wir eine kulinarische Spezialität aus Lestalum. Ich glaube, genau hier da hinten war, glaube ich, das mit dem Markt. Die Kautesplatte steht ja echt in. Kommen wir da hin? Nee. Da kommen wir nicht hin. Aber ich weiß, dass hier unterwegs, da gab es ja auch welche.
trotz der Hitze, wo man was essen konnte. Eine wirklich schöne Stadt. Da würde ich sagen, gehen wir dann da noch was essen. Ja, ich sag mal so, von der Vorderseite sieht Lestalum cool aus. Das finde ich auch, dass das dann eine schöne Stadt ist. Aber wenn du dann weiter hier so drinnen und diese kleinen Gassen da hast, na, dann sieht das dann nicht mehr so schön aus. Also hier auch der Platz hier, ne, so, das sieht alles okay aus. Also, komm, aber... Herzlich sonst. Willkommen. So, guck mal, was lokal ist hier. Haben zu essen? Ja, mal kurz, ich... Okay. Genau, was sagt... Ihr würdet uns bei der Jagd helfen? Okay. Ist das eine Wespe oder so? Keine Ahnung, so eine Riesenwespe. Ja, aber das machen wir alles irgendwann mal. Ich gebe mir die größte Mühe beim Kochen. Das finde ich eigentlich so ganz gut von den... Gerne. Ich serviere sogleich. Werten. Er serviert sogleich. Guten Appetit! Es wurde sogleich serviert. Ja, dann haben wir schon mal eine gute Vorbereitung und können dann zum herzlichen Dank. Königsgrab dann weiterfahren. Oh. Einmal kurz hier Magie. Haben wir hier noch ein bisschen was, ne? Mal kurz hier nochmal, genau. Machen wir jetzt noch mal was hier Eis. So. Dann mischen wir auch noch mal mit so einem Drillhorn. Oder? Komm, dann mischen wir auch noch mal damit. Nee, oder komm, das rüstet nicht aus. So, dann machen wir nochmal jetzt eine Kombi. Wo ist noch? Wirkt Feuer, Eis oder Blitz? Okay. So, und was ist, wenn wir jetzt... So. Ja, das ist gut. So, und dann würde ich jetzt sagen, auf zum Königsgrab. Sind wir gut vorbereitet? Können wir uns das jetzt erlauben? Frag mich jetzt, wenn unsere Schokobo-Tage abgelaufen sind und wir dann wieder Schokobos tun, dann haben wir dann wieder Stufe 4, ne? Also sind ja quasi unsere dann. So, fahren wir mit dem. Los, 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 los. So, automatisches Fahren, Aufgabenziel, yep. Oh, wie praktisch. Dann können wir dann hier schon mal... So, machen wir es genau. Aufgaben. Aufgaben sind in Haupt- und Nebenaufgaben unterteilt. Die Erledigung von Hauptaufgaben führt die Geschichte fort. Lege im Menü eine Aufgabe als aktuelle Aufgabe fest, damit richtungsweisende Wegmarkierungen auf deiner Navikarte erscheinen. Ja, wir haben jetzt ziemlich viele Nebenaufgaben gemacht. Kommen wir jetzt mal wieder zur Abwechslung und mal wieder ein bisschen Story machen. Gucken wir mal ein bisschen so storymäßig weiterkommen. Nackt. Wir sollten unbedingt Medikamente kaufen. Ich glaube, wir haben genug Medikamente. Warte mal, was verkaufst du hier eigentlich sonst noch so Besonderes? Ja, da. Was darf's denn sein? Was darf's denn sein? Okay, Final Fantasy 11? Nee. Ist uninteressant. Royale Rennstreifen auch eher so. Nee, das brauchen wir auch nicht. Die Firma dankt. Die Firma dankt. Ja. Was haben wir hier? Schlüsselanhänger für alle Küken unter 12. In der Krähennest Hauptfiliale, okay. So, dann würde ich mal sagen, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen jetzt nach da hin. Wie kommen wir da am besten hin? Ich glaube, wir müssen jetzt wahrscheinlich da von der Straße runter. Glaube ich mal. Sag mal, wir speichern mal am besten.
Post Insomnia. Jetzt gucken wir mal am besten, dass wir dann hier. Ja, komm. So, wie wir am besten jetzt hier runterkommen. Ich glaube, hier ist überall alles zu. Da kommen wir gar nicht ab von der Straße. Nee. Gucken wir mal mit dem Schokobo, ob er uns da nicht ein bisschen helfen kann. So, kommt er aus dem Gebäude? Dann. Gucken wir mal. Los geht's. Okay. Ah, okay. Hier kommen wir runter. Ich hoffe mal, wir kommen jetzt auch dann einmal gleich da durch. Unter der Brücke. Wie weit wollen wir noch? Das entscheiden wir unterwegs. Dann wäre so eine Kobra. Ich weiß jetzt aber nicht, ob die. Na. Ich glaube, die lassen wir mal. Ich glaube, wir müssen aber durch, wenn wir da hin wollen. Oh. Danke. Steigen wir mal aus. War jetzt? Naja. Bis bald, Kleiner. Ja. Ignis, was ist der Schwachpunkt? Ich habe nicht genügend Daten. Noct, kümmerst du dich drum? Basta! Ja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Hey, verschwinde! Wow. Verdammt. Ja. Na, auf welcher Seite stehst du? Ah, tut mir leid. Ignis! So. Ja. Warte mal. Ausrüstung. Noctis. Komm. Wobei, komm, warte, ich nehme einfach mal die Waffe. Alles klar? Alles im grünen Bereich. Ah, verdammt. Das fängt ja schon mal gut an hier. Super Trank, Noctis. Jetzt von hinten hier. Komm. Na, so berauschend ist das jetzt nicht. Was denn? Ausrüstung. Dann nehmen wir mal ein paar Zauber. Momentan nicht möglich. Ah ja. Gut, weil wir die ausgewählt haben wahrscheinlich. So, nehmen wir hier für eine ganz simple Akkom. Nicht deine Stärke? Bei so einer Größe leidet der Geschmack. Denkst du jetzt etwa ans? Ich glaube, ich habe aber Ignis getroffen. Hier bin ich! Schluss mit los! Leute, geht da mal weg, geht da mal weg! Wir müssen auch mal weg. Okay. Die Mietzeit ist abgelaufen. Schokobo kehrt zum Schokobo Flight zurück. Okay. Vorwärts. So. Was für ein Level hat die Schlange? Oh, dann hauen wir da ab. Da hauen wir ab. Da sind wir noch nicht gut. Noch nicht weit. Wir sind noch nicht reif dafür. Weil ich habe schon den ganzen Zauber weg. Okay, dann würde ich mal sagen, da rüsten wir uns dann wieder aus. Komm, wir nehmen mal. Ja. Wobei, ich frage mich, welches wäre eigentlich stärker? Der. Ja, achso, Vergeltung oder Ja, genau. Und dann nehmen wir jetzt einfach den hier. Augen auf! War keine Absicht. Ist noch eine Fundstelle und ein Schild. K
Kaltanfälle, okay. Ich würde mal sagen, wir schauen uns hier nochmal kurz an, was die Fundstelle da unten Tolles hergibt, okay. Mega Phoenix, ja, könnten wir vielleicht echt irgendwann mal gebrauchen. So, aber jetzt gehen wir zurück und weiter hier. Ob das wohl der Wasserfall ist? Nachgucken kostet nichts. Sieht ja nach einem Weg aus. Glaubt mir, Prompto, ihr seid schon in schlimmere. Ah, wobei, das wird so eine Höhle. Na, hey, ich glaube. Das riecht nach Eingang. Auch vielleicht kein Freund. Ist an der Legende ja echt was dran. Gucken wir mal. Ganz schön frisch hier, was? Hat jemand einen Schal? Heul nicht so rum. Du wirst schon nicht sterben. Bei der Kälte gibt's doch bestimmt keine sicher, oder? Glaub kaum, dass die sich an der Kälte stören. Das glaube ich auch. Vielleicht sind sie ja eingefroren. Tiefgekühlt. Ne? Aber nur so lange, bis sie plötzlich. Oh. Wäre ja auch zu schön gewesen. Oh. Zack, und für dich bitte sehr. Schluss jetzt! Erwischt! Da wären wir also. Haben wir noch einen. So, zack. Mit Verlangen! Genau so! War jetzt aber nicht so okay. Wir sind natürlich auch ein paar Level jetzt wieder höher. Ich komme hier hoch. Wow. Oh. Oh. Wow. Ja, klar. Verfluchte sicher. Was ist das denn für kleine Teufel hier? Wobei, warte, ich hab mal eine Vermutung, ob das. Nee. Also dann. Du bist ja richtig in Fahrt. So bin ich halt. Schwierig, im Dunkeln zu zielen. Kann ja, ich jetzt noch mit dem Dolch hier. Ja. Mit den Dolchen. Also die ziehen eigentlich ganz gut ab hier. Da die Auste. Nocta. Verschwinde. Vor dem Feld. So, zack. Tut mir leid. So, was hast du dir so gedacht, Kuli, ne? Was für eine Hundskälte! Brennt voll auf der Haut! Echt fies! Vorwärts. Jo. So. Gucken wir mal, wo es weitergeht. Da war noch ein Weg, aber da kommen wir ja jetzt nicht mehr, weil wir da hier runterrutschen. Also da ist der Weg für uns jetzt vorbei. Müssen wir jetzt hier gucken. Ich will hier raus. Hoffentlich finden wir es schnell. Such lieber, statt zu reden. Ah, gut, guck mal. Okay, es geht hier weiter mit der Rutschpartie. Nicht schon wieder! Wow! Wo sind unsere Freunde? Hast du dich gedacht, du Scheiße? Spinne. Ich mag keine Spinnen. Ich bin nicht so der Spinnenfreund. Immer schön. Also vorhin, wo wir da mehrere Gegner hatten, da hätten wir von Ignis die Fähigkeit nutzen können. Aber ich frage mich, warum die jetzt immer so gelb angezeigt werden. Stufe 6? Wow. Naja, jetzt müssen wir mal gucken, wo lang. So, irgendwie müssen wir nach da hingehen.
Aber ich glaube, hier in der Richtung. Also ich würde mal sagen, wir können ja hier trotzdem nochmal gucken, so allgemein, weil letztens war das ja auch so. Da gab es ja auch in dem Dungeon noch mehr zu entdecken. Da haben wir zum Beispiel diesen Safe da oder diesen Tresor, was das auch immer sein sollte, gefunden. Dann gehen wir erstmal hier lang. Natürlich wird es hier irgendwo noch ein paar Gegner geben oder die ein oder andere Überraschung, aber gut. Das soll uns nicht aufhalten. Die Folge ist auch schon bald zu Ende, aber wir machen natürlich noch weiter, also ist jetzt nicht so. Kein Fan von Geglibber. Und der nächste ist weg. Ja, wir leider auch. Du hast nichts gesehen. Schluss mit lustig. Das war's. Synchro. Auf welcher Seite stehst du? Noch mehr Leid. So. Ja, perfekt. Ich muss sagen, das Kampfsystem, das ist echt ziemlich geil. Also ich feiere das immer noch. Ist zwar nicht ganz immer einfach, alles im Blick zu behalten, aber trotzdem macht das ziemlich viel Laune. Oh. Noct, deine Friese ist eingefroren. Was? Echt jetzt? Okay, ich glaube, hier waren wir vorhin, ne? Ah, okay, gut. Ah, okay, gut. Ja, da waren wir. Carbon. Ich würde mal sagen, da können wir vielleicht jemanden ausrüsten. Prompto, was ist mit dir, hä? Ich glaube aber, du brauchst keinen Carbonreif. Nein. Genau, du hast Carbonreif. Dann würde ich eventuell hier Noctis nochmal das Carbonreif geben. Jo, super. Da kommen wir oft da runter, ne? Nee. Okay. Ach, schön, dass du da hochlaufen kannst, Ignis. Der trollt uns ja. Ach, schön, dass ihr beiden da und ich rutschen mir da einen ab, wa? Ihr seid auch voll die am Trollen hier. So, dann gehen wir mal hier wieder zurück. Gibt's hier eigentlich noch was? Nein. Haben wir die Richtung auch fertig? Können wir dann später weiter? Ja gut, ich denke mal jetzt in dieser Höhle, in dieser Folge kriegen wir die Höhle jetzt nicht komplett, aber who cares? Dann machen wir es einfach in der nächsten Folge. So. So, jetzt hier. Dann können wir jetzt eigentlich dann überlegen, ob wir jetzt hier den Weg gehen. Sieht so aus, als ob ich würde mal vielleicht den hier erstmal gehen wollen. Wobei, genau, stimmt, da kommen wir nicht weiter. Also wir können jetzt theoretisch da so an der Wand entlang oder hier den Weg runter, aber ich würde mal sagen, dass... Oder machen wir schnell. Hey, pass auf, wo du hintrittst. Okay. Ja. Prompto, ich brauche Hilfe. Dann mache ich mal gleich hier einen Break, mitten im Kampf. Ja. Da wären wir also. Jo, macht's gut, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.